Was ist denn da passiert? Das ist nichts. Sagen Sie mir jetzt lieber, was wir jetzt tun können. Ja, im Grunde sind wir noch keinen Schritt weiter. Lerners Beobachtung macht diese Frau Villinger zwar verdächtig, aber sie streitet natürlich alles ab. Marius! Komm rein. Hallo, Papa. Hi. Hallo, Harold. Hallo, Marius. Papa, Mama will umziehen. Wie? Sie können dich mir doch nicht einfach wegnehmen. Ja. Naja, so wie sich die Situation im Moment darstellt, wird ein Gericht ihr natürlich das Aufenthaltsbestimmungsrecht zusprechen. Und dann kann sie jederzeit mit Marius. Das ist so unfair. Naja, beruhig dich, komm. Ja. Ich verspreche dir, das wird alles wieder gut, Junge. Herr Kolbe? Herr Kolbe? Ja? Hallo? Ist mir schon klar, wie wichtig dein Papa ist. Ich verspreche dir, ich tue alles dafür, ihm zu helfen. Danke, ja. Wirklich, danke. Bitte. Um was geht's, wenn ich fragen darf? Eine Frau Villinger hat Sie angezeigt wegen versuchter Körperverletzung. Was? Hierzu muss ich von Ihnen Ihre Angaben zu der Anzeige hören. Papa, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß nicht. Sie wissen auch, dass Sie zu dieser Beschuldigung erstmal gar nichts sagen müssen. Woher stammt denn die Wunde, Herr Kolbe? Ja, da habe ich mich meiner Ex-Freundin gestritten mit Anke. Papa, du hast mir versprochen, dass du jetzt ehrlich zu mir bist. Marius. Anke hat mich gestoßen im Streit. Ich bin mit dem Kopf gegen den Autospiegel. Eigentlich müsste ich Sie anzeigen. Ah, Sie anzeigen, Papa. Mama hatte recht. Du lügst, lügst, du lügst weiterhin. Marius, Papier. Hey! Scheiße! Diese Frau Villinger, was hat die denn in ihrer Anzeige genau zu Protokoll gegeben? Fuck. Komm, Leander, bitte. Ach, Scheiße. Ist Ihnen klar, was Sie da angerichtet haben? Ey, eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, die kann im zu erwartenden Sorgerechtsstreit sich massiv negativ auswirken. Ich war einfach nur sauer. Weil Anke wieder behauptet hat, ich würde wieder trinken. Ich hab's nur geschubst. Ja, Mensch. So oder so ist das unschön. Vor allem hätten Sie mir es gleich sagen müssen. Ich mache echt alles falsch. Heute lassen Sie mich nicht auch noch im Stich. Nein, werde ich nicht. Ich weiß doch, wie wichtig Marius für Sie ist. Und er braucht Sie auch. Aber da haben Sie ihn jetzt wirklich schon sehr enttäuscht. Ich habe wüsste, wer mit Alkohol untergejubelt hat. Vielleicht wird mein Sohn mir dann auch wieder vertrauen, oder? Also ich würde es als erstes nochmal mit Leander sprechen. Er ist ja der Einzige, der was beobachtet hat. Und in unserem letzten Gespräch, da war er auffallend nervös. Vielleicht hat er uns irgendwas verschwiegen. Und Sie? Sie sind ab jetzt absolut ruhig. Ja? Wir werden schon noch herausfinden, wer sie da reingelegt hat, okay? Hey Marius, es tut mir leid, aber ich muss noch mal dringend zur Arbeit. Ja, schon okay, Mama. Dann kann ich mir wieder mal das Spiel alleine anschauen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja rechtzeitig. Ich bring was zu essen mit. Mama? Hallo? Mama! Mama! Hört auf, sie tut mir weh! Oh, du armes kleines Mädchen, tu mir dir wirklich weh! Hört auf, oder? Oder was, Leander? Willst du mir drohen? Denk an das Filmchen, oder willst du, dass das jeder sieht? Na also, geht doch. Du musst nur tun, was ich dir sage, da passiert doch nichts! Übrigens, schicke Jacke. Zieh die mal aus, Leander. Nein, die ist brandneu, die kann ich dir nicht geben. Ja. Meine Mutter bringt mich um. Ja, such's dir aus, ich oder deine Mutter. Hey, Leander, gut, dass ich dich treffe. Wir müssen unbedingt noch mal reden. Hey, Leander, jetzt warte doch. Was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung, was soll denn los sein? Wieso ist Leander zum Beispiel abgehauen? Wahrscheinlich, weil er Angst vor ihn hatte. Vor mir? Sah mir eher so aus, als wäre er vor euch weggelaufen. Das wüssten wir aber. Habt ihr dich gerade versucht, ihm die Jacke wegzunehmen? Ach, wir sind gut befreundet. Es war ein bisschen rumgealbert, mehr nicht. Nach rumalbern sah das gerade überhaupt nicht aus. Wisst ihr was? Das ist richtig mies und feige. Drei Große gegen einen Kleinen. Vielleicht erzählt er mir ja, was wirklich war. Das glaube ich aber nicht.
Ich und Leander sind nämlich so. Aha. Ja. Na gut, Jungs, wir müssen noch gehen. Wir müssen Abendessen. Oh. Aber Fingerwaschen nicht vergessen. Offensichtlich wird Leander von diesen Jungs unter Druck gesetzt. Vielleicht erzählt er mir ja, was da wirklich los ist. Nur so kann ich ihm helfen. Auf jeden Fall werde ich ihm zuerst mal sein Handy zurückbringen. Möglicherweise kommen wir ja so ins Gespräch. Oh, danke, das ist lieb. Hier, Mama. Schau uns nur an, wir zwei Invaliden. Oh. Mama, hast du Schmerzen? Nee, es ist nicht so schlimm. Aber wenn mir noch ein anderes Auto entgegengekommen wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt im Krankenhaus liegen. Du hast so Glück gehabt. Ja, das kann man wohl sagen. Aber ich kapiere einfach nicht, wie eine Mülltonne einfach so auf die Straße fliegen kann. Kannst du dir das nicht denken? Irgendjemand hat natürlich mit Absicht die Mülltonne auf die Straße geschmissen. Die Polizei hat nur nicht herausgefunden, wer es war. Aber Mama, welcher Arsch macht denn sowas? Die müssen den bestrafen. Marius, ich glaube nicht, dass du das möchtest. Mama, klar will ich das. Schau mal. Du, es gibt nur einen, der so wütend auf mich ist und so etwas tun würde. Mama? Ist nicht dein Ernst, oder? Du meinst, Papa war das? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das ist, glaube ich, nicht. Hast du ihn gesehen? Nein. Ja, dann bitte, Mama, sag doch sowas nicht. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. The dreams come slow in your cold soul. Frank Kolbe will das Vertrauen seines Sohnes zurückgewinnen. Doch der ungeklärte Autounfall seiner Mutter steckt dem 14-Jährigen noch in den Knochen. Papa! Hey, Marius. Hör zu, die Geschichte mit Anke, die tut mir leid. Ich hätte von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Ist Mama da? Nein. Wer ist denn da, Marius? Nur Werbung, Mama. Also ist sie doch da. Du wolltest doch, dass ich mit Mama rede. Wegen dem Umzug. Papa, das musst du nicht mehr. Warum? Weißt du, Mama hat einen Unfall. Was? Was ist los? Was ist passiert? Ist sie verletzt? Also, Papa, irgendjemand hat Mama eine Mülltonne vors Auto geworfen. Eine Mülltonne? Wer macht denn so einen Mist? Mama denkt, dass du es warst, Papa. Ich? Sie meint, ich wäre das gewesen. Und was denkst du? Du warst ja so wütend auf Mama wegen Anke und allem, aber... Warst du's? Junge. Also. Papa. Ich verstehe einfach nicht, wieso mein Papa nichts gesagt hat. Er hat sich wenigstens irgendwie verteidigen können. Ja, aber er ist doch früher mal des Öfteren ausgerastet. Ja, früher, aber jetzt? Vielleicht hat meine Mama ja wirklich recht. Vielleicht ist es wirklich irgendwie besser, wenn wir umziehen. Ich darf heute nicht zu spät nach Hause kommen. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Schau doch einfach auf dein Handy. Scheiße, mein Handy ist weg. Schau doch erstmal richtig nach, bevor du hier schon wieder ein Act schiebst. Scheiße, wenn ich das jetzt verloren hab. Du hast es wahrscheinlich nur zu Hause vergessen. Nein, ich hatte es doch vorher noch dabei. Ja, deine Mom wird dir wegen dem Ding nicht den Kopf abhalten. Mann, du verstehst es einfach nicht. Was ist denn los? Scheiße, ich brauch das wieder. Hä? Leander! Ah, hallo, Herr Holt. Hallo, Marius. Wenn Sie zu meiner Mutter wollen, die ist überhaupt nicht da. Nein, eigentlich wollte ich schon zu dir. Das heißt, ursprünglich wollte ich zu Leander. Der hat nämlich sein Handy verloren. Aber bei dem war ich jetzt zweimal zu Hause. Da habe ich nie jemand erreicht. Vielleicht kannst du es ihm geben. Klar, gerne, mache ich. Der war wegen dem Ding gestern total verrückt. Warum haben Sie es denn gefunden? Na, ich wollte noch mal mit ihm sprechen. Und da habe ich mitbekommen,
Der hat scheinbar Stress mit drei älteren Jungs und dabei hat er es verloren. Welchen Jungs? Naja, drei so richtig groß. Also einer kräftig, so ein Popeye-Typ, der andere mit draußen. Das waren bestimmt Benny und seine Gorillas. Die machen nur Stress. Die haben sogar mal meine eigene Mutter angemacht. Ich glaube, vor denen solltet ihr euch wirklich in Acht nehmen. Ich hatte den Eindruck, dass die den Leander bedrohen. Bedrohen? Komisch, hat er mir überhaupt nicht erzählt. Na gut, ich werde noch mal versuchen, mit Leander zu sprechen. Und vielleicht kann ich ihm ja auch bei dieser Sache mit Benny helfen. Ich habe wirklich das Gefühl, er hat da ein echtes Problem. Wissen Sie, Herr Holt, Leander und ich, wir sind gut befreundet. Er erzählt mir eigentlich die meiste Zeit alles. Aber gestern irgendwie ist irgendwas komisch. Wegen diesem Handy war er total neben der Spur. Aber dabei, ich meine, was ist schon an dem Ding? Das ist gar nicht so toll. Vielleicht geht es ihm ja auch gar nicht um das Handy. Vielleicht geht es ihm ja darum, was er darauf gespeichert hat. Na gut, ich muss los. Also, mach's gut bald. Wiedersehen, Herr Holt. Was? Ja, komm mal rein. Und? Was willst du? Ich will mich bei dir entschuldigen. Wofür? Für die Anzeige, bei der Polizei. Ich war so wütend auf dich wegen der Trennung. Aber es war nicht fair von mir. Ich habe die Anzeige zurückgezogen. Dann willst du jetzt auch nichts mehr. Wieso? Das ist doch gut. Weil das hier heute Morgen für Einschreiben gekommen ist. Ich muss zum Familiengericht. Wegen dem Sorgerecht der Marius. Aber vielleicht kannst du dem Richter ja alles erklären. Ja, selbstverständlich, klar. Der glaubt auch einem Ex-Alki, genau wie du das getan hast, ne? Aber... Nix aber. Die Geschichte ist gelaufen. Die denken doch, ich bin eine Gefahr für ihn. Ich habe ihn verloren. Du bist so ein Penner! Marius, hör sofort auf! Was soll die Scheiße? Du mieser Verräter! Sag mal, was ist denn los? Bist du verrückt geworden? Verrückt? Ich bin verrückt! Nein, ich bin nicht verrückt, ich bin nur verdammt wütend! Warum in aller Welt schlägst du auf Leander ein? Ihr seid Freunde! Freunde? Freunde sind ja. Wir? Nein, ab heute nicht mehr! Du bist an allem schuld! Ja, sag mal, geht's dir gut? Alexander Holt hat erfahren, dass Marius auf seinen besten Freund eingeschlagen hat. Der Jurist will eine Anzeige gegen Marius verhindern und gleichzeitig Frank Kolbe sein Umgangsrecht sichern. Deshalb hat er die Freunde und ihre Mütter an einen Tisch geholt. Ich bin froh, dass ich sie alle überzeugen konnte, sich jetzt hier zu treffen. Ich denke, jetzt wird sich einiges aufklären. Ja, hoffentlich. Es kann nicht sein, dass Marius einfach auf den Leander einschlägt. Ach, nichts einfach. Er hat's doch verdient. Selbst wenn, dann ist es sicher nicht der richtige Weg. Leander ist ein guter und freundlicher Junge, der niemandem etwas tut. Ja. Ich denke, am besten zeigt uns jetzt Marius einfach mal das Video. Ja, dann schaut ihr mal. Da haben wir es nämlich. Guck mal, Leander, da hat gerade der Köte vom Nachbarn gepisst. Leck mal dran. Bitte, Benny, hör auf. Zeig doch gerade, dass er richtig Spaß zu machen, oder? Bitte, lass jetzt. Mich los, Benny. Ich mach auch alles, was du willst. Aha, was ist denn alles? Du bekommst mein ganzes Taschengeld. Ach, Leander, das bekomme ich auch so. Leck jetzt. Ich mach alle deine Hausaufgaben und Referate. Ach, vergiss es. Ich hab eine viel bessere Idee. Dein Freund Marius hat doch nächste Woche Geburtstag. Warum? Ja, du nimmst ihn mit auf seine Party, besorgst eine Pulle richtig harten Alkohol und dann wollen wir den mal richtig besoffen sehen. Aber Marius... Ach, nix aber Marius, Leander. Der muss mindestens einmal richtig abkotzen, hast du mich verstanden? Aber wie soll ich das denn machen? Ja, stell dich doch nicht so an. Oder willst du, dass die Bulldogge das nächste Mal direkt in deine Maul pisst? Komm, Jungs, wir gehen. Leander, wie lange geht das schon so? Warum hast du nichts gesagt? Schatz, wenn sowas passiert, dann musst du mit mir reden. Leander, hast du den Alkohol auf die Geburtstagsparty geschmuggelt, weil du Angst hattest vor Benny? Also das können Sie meinem Sohn jetzt wirklich nicht vorwerfen. Das Video beweist gar nichts. Es ist überhaupt nicht sicher, dass Leander den Alkohol mit auf die Party gebracht hat. Also Frau Goldmann, ich verstehe, dass Sie Ihren Sohn verteidigen, aber er soll doch jetzt besser mal selbst reden. Und Sie müssen zugeben, es liegt schon sehr nahe. Es liegt nicht nur ziemlich nah. Leander hat Benny versprochen, dass er den Scheiß macht. Das würdest du auch tun, wenn man dich so quält. Und übrigens, wie soll Leander an den Alkohol gekommen sein? Er ist gerade mal 15. Naja, das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Frau Goldmann, mir ist vorhin gerade schon mal Ihre kleine Hausbar aufgefallen. Können wir uns die mal ansehen? Bitte. Diese Wodkaflasche zum Beispiel. Die hat mir mein Chef zum Firmenjubiläum geschenkt. Er ist Russe. Würden Sie die vielleicht gerade mal aufmachen? Na, also eigentlich wollte ich mir die für einen besonderen Anlass aufheben. Aber wenn es sein muss.
Die ist ja schon offen. Das habe ich nicht anders erwartet. Und ich würde fast wetten, dass da überhaupt kein Wodka mehr drin ist. Es ist Wasser. Nur Wasser. Leander, genau diese Flasche hast du uns doch beschrieben, oder? Ich denke, es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass du mal wirklich die Wahrheit sagst. Was hätte ich denn machen sollen? Benny und seine Jungs hätten mich doch fertig gemacht. Ach, scheiße, Leander. Ich dachte, du wärst mein Freund. Frau Goldmann, ich glaube, Sie haben jetzt einiges mit Leander zu besprechen. Frank Kolbe ist unschuldig, was den Alkohol auf der Party betrifft. Bleibt noch der Verdacht gegen ihn wegen Johanna Seiferts Autounfall. Ich hab dir gleich gesagt, Papa hat uns keinen Alkohol gegeben. Ja, das steht jetzt mal fest. Und außerdem hat der Herr Kolbe mich informiert, dass die Frau Willinger die Anzeige wegen versuchter Körperverletzung zurückgenommen hat. Ja, ich habe Frank wohl Unrecht getan. Eben, und an deinem Unfall ist er auch nicht beteiligt. Wovon sprichst du da jetzt? Mama denkt, dass Papa ihren ganze Mülltonne vors Auto geworfen hat. Warum geht's denn da genau? Ja, ich hatte den Unfall, weil mir jemand eine Mülltonne vors fahrende Auto geworfen hat. Und wenn ich nicht rechtzeitig gebremst hätte, dann wäre die Sache wahrscheinlich auch noch schlimmer ausgegangen. Aber Mama denkt, dass Papa das war. Nochmal so eine heftige Entschuldigung. Ja, aber Frank ist momentan so sauer auf mich. Ich meine, wer soll es denn sonst gewesen sein? Ja, Entschuldigung, diesen Benny zum Beispiel würde ich das doch viel eher zutrauen. Maas hat mir schon erzählt, dass sie mit dem auch schon Ärger hatten. Ja, er und seine Freunde haben unsere Mülltonne vom Haus beschmiert und dann habe ich ihn mit der Polizei gedroht. Das ist doch ganz klar, die wollen sich rächen an dir. Ja, nur beweisen müsste man sie ihm halt, ja. Also mit dem Geständnis werden wir bei dem Benny wohl kaum rechnen können. Aber trotzdem müssen sie ihn anzeigen. Ja, das kann ich mir ja noch überlegen. Überlegen? Mama, Papa, beschuldigst du so und den Arsch lässt du einfach rennen? Was ist denn los mit dir, Mama? Marius, ich muss das halt alles erst noch verdauen. Naja, zuallererst sollten Sie jetzt vielleicht mal den Herrn Kolbe anrufen und sich entschuldigen wegen der falschen Verdächtigung. Und dann sollten Sie sich mal Gedanken machen, ob Sie nicht Ihren Antrag auf alleiniges Sorgerecht zurücknehmen. Im Moment befürchtet der Herr Kolbe immer noch, dass er seinen Sohn Marius nie wiedersehen kann. Leander, du hast Besuch für dich. Hallo, Leander. Ihr habt sicher einiges zu bereden, ne? Ist doch sowas von Scheiße von dir, diese Aktion. Ja, ich weiß. Und es tut mir auch echt leid, aber was hätte ich denn machen sollen? Ja. Aber pass auf, du kannst wieder gut machen. Echt? Und wie? Du musst mir versprechen, dass du darfst keine Angst haben, ja? Okay. Alles klar, dann gehen wir, aber sei leise, dass deine Mom nichts mitbekommt, ja? Frank geht nicht ans Telefon. Ich habe ihm jetzt auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Ach, vielleicht ist er das ja. Seifert? Hallo, Frau Kreuzmann. Ja, wie? Und Sie wissen nicht, wo die beiden hin sind? Aha. Ja. Ja, also ich melde mich, falls ich was von den beiden höre. Und Sie sich bei mir. Ja, okay. Wiederhören. Marius ist zu Leander gegangen. Die zwei sind aus der Wohnung abgehauen und Frau Kreutmann weiß nicht, wohin. Ich nehme an, dass die zwei irgendwas Dummes vorhaben. Und ich kann mir auch schon vorstellen, was kommen Sie. Wir suchen besser nach den beiden. Thank you.
raus! Du mieser Säufer! Bleib ja weg, du hast schon genug angerichtet. Ich hab keinen Alkohol im Haus. Sag mal, willst du mich verarschen oder was? Ja, aber sie... Hey, du warst doch selber sternhagelvoll. Das war das letzte Mal, dass du Marius gesehen hast. Mama hatte recht, du lügst, lügst und lügst weiter. Marius, bleib hier, hey! Sie meint, ich wäre das gewesen. Und was denkst du? Warst du's? Die Mülltonne vors Auto geworfen. Ja, und? Das kannst du mir doch eh nicht beweisen. Mach dich fertig, du Pisser. Ja, und was willst du machen? Zu Mami rennen und alles petzen, oder was? Ich habe jetzt schon Angst. Du bist so ein Arschloch, Alter. Deine Alter hat sich anders verdient. Ich habe immer gezeigt, wo es lang geht. Und dafür hast du verdient, in den Knast zu gehen. Lauf. Ich habe alles drauf. Bleib stehen. Gib mir das Video! Alter! Hey, was ist denn hier los? Hey! Was soll denn hier los sein? Du machst jetzt die Fliege. Hau ab, wir sind beide in Ruhe. Die machst du nicht, du alter Knacker. Meinst du, ich hab Angst vor dir? Mama, pass auf, der sticht zu! Ihr beide geht jetzt mal. Ja, geht lieber mal rein. Weil für das, was jetzt kommt, sind Zeugen eh nicht zu gebrauchen. Hier wird's aber von Zeugen gleich wimmeln. Polizei ist schon unterwegs. Ah! Lass mich! Du alter Knacker, lass mich los! Ah! Alexander Holti, wir brauchen dringend einen Streifenwagen. So wake me up. Herr Kolbe, die Frau Seifert möchte Ihnen was sagen. Frank, du wirst das Sorgerecht behalten. Ich habe den Antrag bei Gericht zurückgezogen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich würde sagen, wir vergessen die ganze Sache ganz einfach. Dass du dir Sorgen um Marius gemacht hast, ist mir klar. Und ich habe ja auch nicht unbedingt um Vertrauen gebettelt die letzte Zeit. Aber viel Mist gemacht in der Vergangenheit. Aber wo Mist gebaut? Der Benny Hilscher, der ist inzwischen verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und wegen Nötigung. Und weil der schon vorbestraft war, wird er demnächst eine 6-monatige Jugendstrafe antreten. Geschieht ihm recht. Schade nur, dass Leanders Eltern das nicht vorm Umzug wussten. Ja, davonlaufen macht eigentlich keinen Sinn. Hä? Man muss sich sein Problem schon stellen. Genauso wie Papa. Mama, findest du nicht, Papa schaut heute so richtig flott aus? Genug jetzt. Ich denke, die warten nicht mit dem Anruf. Hast du die Karten? Habe ich. Dann geht's los. Danke. Wiedersehen. Vielen Dank, Holt. Ja, gern geschehen. Ich bringe euch noch zur Tür. Sehr gut. Was so eine Lüge doch anrichten kann, weit über das hinaus, was sie eigentlich bezwecken wollte. Wie tragisch wäre denn das gewesen, wenn durch Leanders Lüge Herr Kolbe sein Sorgerecht und Marius den Kontakt zu seinem Vater völlig verloren hätte. Und das, obwohl Herr Kolbe ein Vater ist, der für seinen Sohn kämpft und für ihn da sein will. Genauso ein Vater, wie Marius ihn braucht und sich wünscht. Und wie es aussieht, hat das auch Frau Seifert inzwischen dazugelernt. Und das ist wichtig, denn auch wenn Sie und Herr Kolbe kein Paar mehr sind, Eltern bleiben Sie ein Leben lang.